In der heutigen News-Ausgabe habe ich folgende Themen für euch. Audi und Porsche kurz vor Eintritt in die Formel 1 für 2026, zieht es Kvyat in die Formel E, Perez gewinnt Klage gegen Sponsor, Sainz startet in Istanbul vom letzten Startplatz, Piastri wechselt 2022 die Rennserie, bekommt Istanbul einen 10-Jahres-Vertrag? Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu den News. In den abgelaufenen Monaten gab es vermehrt Gespräche, wie der Antrieb auszusehen hat. Mittlerweile sieht es für zwei deutsche Teams gut aus, dass sie sich in die Riege der Motorenhersteller der Formel 1 einreihen, denn die MGUH, also der mechanisch mit dem Abgasturbolader gekoppelte Elektromotor, der indirekt die Motorabgaswärme nutzt und 125.000 Umdrehungen pro Minute nicht überschreiten darf, wird aus dem Auto herausfliegen. Es ist noch nichts offiziell, aber diese Entscheidung soll in der kommenden Woche noch vor dem Türkei Grand Prix getroffen werden. Aber der große Elektromotor wird nur herausfliegen, wenn die beiden Automobilhersteller in die Formel 1 eintreten. Der Motor wird weiterhin der Sechszylinder sein und das Turboladerkonzept soll unverändert bleiben, aber die elektrische Leistung der MGUK soll steigen, von 120 auf 350 Kilowatt, also fast das Dreifache. Außerdem soll die elektrische Leistung an der Hinterachse entnommen werden, aber das ist problematisch mit dem Brake-by-Wire-System, weil der Abtrieb fehlt, um das Bremsmoment auf den Asphalt zu bringen. Von daher wird über die aktive Aerodynamik nachgedacht. Die Rennserie möchte die Aggregate, die kommen werden, einfacher und auch kostengünstiger machen. Wenn beide Teams in 4,5 Jahren in die Formel 1 einsteigen, könnte das wiederum auch bedeuten, dass sich eines der beiden Teams mit Red Bull zusammenschließen könnte. Red Bull wird bis Jahresende noch die Motoren von Honda benutzen, die sich erneut aus dem Sport zurückziehen und von daher wurde auch Red Bull Powertrains gegründet, um Red Bull als auch AlphaTauri mit Motoren zu versorgen. Was haltet ihr vom Einstieg der beiden Automobilhersteller bzw. das Konzept für 2026? Schreibt es in die Kommentare. Alpine Reserve und Entwicklungsfahrer Daniel Kvyat ist ein Kandidat für die Formel E, denn er wird mit dem Wechsel zu Dragon Penske in Verbindung gebracht. Doch vor November wird es keine Einigung geben. Gespräche mit hochrangigen Vertretern von Dragon wurden geführt. Das Team versucht, einen Teamkollegen neben Sergio Zettkamera zu finden, denn Nico Möller und Joel Eriksson waren Teamkollegen des Brasilianers. Kvyat hat im Mai schon Rennerfahrung in der Elektroserie gesammelt, als er den Monaco E-Prix mitgefahren ist. Auch eine Verbindung zu Nissan E-Dams gab es, nachdem dort Oliver Rowley zum Mahindra gewechselt ist, doch dieser Platz ist mittlerweile von Maximilian Günther besetzt worden. Sergio Perez hat einen Rettstreit gegen einen Ex-Sponsor gewonnen. Der Red Bull-Pilot hatte vor 2 Jahren eine Klage gegen MGI Assistencia Integral, einem Outsourcing-Unternehmen unterhalb des Daches von Pemex, einem staatlichen mexikanischen Erdölunternehmen, eingereicht. Laut der mexikanischen Zeitung Reforma bekommt der Mexikaner 57 Millionen mexikanische Pesos von seiner Regierung, was ca. 2,8 Millionen Dollar sind. Das Erdölunternehmen hatte sich 2019 wegen anderer Ausgabenprioritäten aufgrund eines Regierungswechsels verabschiedet. Perez bekommt zu den 2,8 Millionen Dollar auch noch eine Zahlung von Verzugszinsen für den Vertrag und dieser Betrag wird später von den Bundesgerichten berechnet werden. Ferrari plant, Carlos Sainz den vierten Motor und das Hybridsystem einzubauen, das bedeutet aber auch einen Start aus der letzten Startreihe wie bei Leclerc in Russland. Das neue Paket ergibt einen Leistungszuwachs von 10 PS. Die Scuderia hatte eigentlich geplant, das neue ERS erst in Istanbul zu bringen, aber die Zuverlässigkeitsprobleme, die nach dem Unfall beim Start zum Ungarn Grand Prix an der Batterie von Leclerc auftraten, rieten den Ingenieuren, die Einführung der vierten Power Unit vorzuziehen. Die Lithium-Ionen-Batterie mit Festkörperelektrolyt und der Übergang des Hybridsystems von 400 Volt Niederspannung auf 800 Volt Hochspannung haben dazu geführt, dass das gesamte System überarbeitet wurde, um Haltbarkeit, Sicherheit und Leistung zu gewährleisten. Formel 2-Pilot Oscar Piastri führt die Formel 2 drei Rennen vor Schluss souverän mit 36 Punkten an. Laut Reglement muss der Meister der Formel 2 die Rennserie am Ende der Saison verlassen. Sollte der Australier, der übrigens von Mark Webber gemanagt wird, das hinbekommen, stellt sich dann die Frage, wo er nächstes Jahr fahren wird. Laut dem Twitter-User Formula Hypersoft News ist die Entscheidung wohl schon gefallen, denn der Alpine Junior wird nicht in der Formel 1 starten, sondern in der WEC, genauer gesagt in der Kategorie LMH. Für alle, die das jetzt anzweifeln, der User hat in der Vergangenheit auch bei Alex Albon und Williams richtig gelegen. Was haben der Miami Grand Prix und der Qatar Grand Prix gemeinsam? Richtig, beide besitzen für die Zukunft einen 10-Jahres-Vertrag und Gerüchten zufolge soll es einen weiteren Grand Prix geben, der auch so einen langen Vertrag bekommen könnte. Die Strecke mögen viele von euch und sie war lange Zeit nicht Schauplatz der Formel 1, nämlich der Istanbul Park. Dort sagte der Vorstandsvorsitzende der Rennstrecke Vural Ak folgendes: Wir streben einen 10-Jahres-Vertrag an. Die Unterstützung unseres Tourismusministeriums wird uns in dieser Angelegenheit stärken. Wir werden uns nächste Woche mit Stefano Domenicali treffen. Wie ist eure Meinung zu der möglichen permanenten Rückkehr des Türkei Grand Prix in den Kalender? Schreibt es in die Kommentare. Zum Schluss des Videos habe ich hier den Community-Kommentar für euch. Der kommt dieses Mal von Yannick FC und er schreibt: 23 Rennen sind zu viel. Meiner Meinung nach reichen 17 bis 18 Rennen pro Saison. Sagen wir es mal so, die einen Zuschauer wollen mehr Rennen, die anderen wiederum weniger, aber es ist wie folgt. Wenn nicht viele Rennen gefahren werden, fallen die Einnahmen für die Teams geringer aus und gerade in der derzeitigen Situation werden viele Rennen gefahren, so wie auch 2022 mit 23 Rennen an der Zahl. Früher war es ja anders. Da gab es gerade mal halb so viele Rennen, aber die Zeiten sind vorbei. Liberty Media plant mit 25 Rennen, doch McLaren-Teamchef Andreas Seidel meinte, 20 seien genug. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, dann folgt mir auf Twitter, denn dort gibt es die News am allerschnellsten. Link in der Beschreibung und wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen nach oben und vergesst nicht auf Abonnieren zu
zu drücken, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Video und ciao.